Ich grüße euch und uns alle, liebe Freunde. Lasst uns heute über den Trump reden. Wir haben 4 Jahre lang diesen Mann im Sessel des amerikanischen Präsidenten erlebt. Und in ihn haben sehr viele Menschen weltweit große Hoffnungen gesteckt. Also, eine kleine Analyse ist durchaus angebracht. Diese weit verbreitete Liebe und Hoffnung ist mit das Zentrale in diesem Phänomen Trump. Und das ist ein historisches Phänomen gewesen. Warum, trotz der allgegenwärtigen medialen Hetze gegen den alten Knacker, war die Liebe und die Hoffnung so groß? Ich denke, dass viele Menschen haben instinktiv, intuitiv gespürt, gesehen, erkannt, dass er im Unterschied zu den meisten Herrschenden, na, sagen wir, kein Schwein ist, kein Satanist, kein Transhumanist, kein Luziferist, kein Globalist. Gut, das war auch offenkundig. Was hier wieder eintrat, und das ist so ein Grundzug des menschlichen Denkens, wenn einer anders ist als die böse Oberschicht, dann macht man einen unzulässigen Gedankengang und erklärt alles, was er tut, was er ist, für gut. Ja, er ist ein Guter, er ist auf unserer Seite. Nun, Feind meines Feindes ist nicht automatisch mein Freund. Aber zuerst will ich doch was Gutes sagen über den Mann. Er hat eine historische Rolle gespielt. Sie bestand nicht darin, dass er ein Modell für die Zukunft hätte. Das hat er nicht. Hat auch nie verkündet. Aber das Wesentliche, und das ist sehr wichtig auch, er hat die bösen Pläne der Eliten so ziemlich durcheinander gewirbelt, zum Teil hinausgezögert, Sand in Getriebe gestreut. Zum Teil gehen die Pläne auch kaputt, wenn sie nicht rechtzeitig verwirklicht werden. Das ist ein sehr großer Verdienst des Mannes. Und es ist wirklich kaum zu unterschätzen, diese Zeit, die wir durch ihn gewonnen haben, durch all seine Fähigkeiten und Unfähigkeiten oder Sturheit oder Selbstherrlichkeit, ist jetzt ohne Wertung. Effektiv hat das zur Sache beigetragen. Er hat tatsächlich die Pläne der Bösen, der Alien, der Transhumanisten, Koronisten durcheinander gewirbelt. Was jetzt aber das Psychogramm des Mannes anbetrifft, lassen wir das kurz anschauen. Ich habe gesagt, diese Hoffnung auf morgen war nicht gerechtfertigt. Der Trump ist kein Mann von morgen. Er ist nicht mal ein Mann von gestern. Er ist ein Mann von vorgestern. Er ist ein Bilderbuch amerikanischer Businessman. Und dieses Bilderbuch ist nicht aus den 90ern, sondern aus den 70ern. Make America Great Again. Das war das Programm. Es ist ehrlich gemeint. Das ist das Vorgestern. Er hat eine historische Rolle gespielt, aber er hat die historische Bedeutung gar nicht verstanden. Er hat den Moment nicht verstanden. Aber oft ist die Unwissenheit über die Konstruktion der Lösung ein Teil der Konstruktion der Lösung.
Trump war kein Spielkreator, sondern Spielfigur gewesen, eine wichtige Spielfigur. Und er hat seinen Job gemacht. Also wir danken an dieser Stelle. Und was dieses gestern, vorgestern anbetrifft, angesichts der Offensichtlichkeit dessen, dass der Mann von vorgestern ist, und das ist programmatisch festzustellen, Isolationismus, industrieller Aufbau von Amerika, er hat keinen Plan für die Welt gehabt, auch nicht für das eigene Land. Aber es war ehrlich gemeint. Das war eine gigantische Bremse für die Pläne der Transhumanisten. Und er hat die Sache nicht wirklich gemanagt. Das hat er wohl nicht gekonnt. Also wir sehen jetzt am Ende seiner Präsidentschaft, dass er sein Team verloren hat. Und das war eine sehr große Rotation. Er hat viel mehr Leute ausgetauscht, als die anderen Präsidenten es getan haben. Und wen hat er da am Ende neben sich? Den Chef der Republikanischen Partei, die ihn verrät, einen Vizepräsidenten, der ihn verrät. Und wir können die Asche aufs Haupt streuen und sagen, ah, die haben ihn alle verraten. Moment mal, du hast 4 Jahre gehabt, um das mit guten Leuten zu besetzen. Fehleinschätzung, wo du nur hinspuckst. Oder den Trump haben sie von sozialen Medien abgeschnitten. Du warst 4 Jahre lang Präsident. Wieso hast du keinen eigenen Sender aufgebaut? Kein eigenes Netzwerk, dass du am Ende zappelst wie ein Fisch, das auf die Ufer geschmissen wurde. Versagen. Warum? Auch jetzt in der letzten Phase, wo ihm die Wahl geklaut worden ist. Und alle, die ganze Welt hat da gedacht und gehofft und erwartet, jetzt wird er durchgreifen. Was hat er da gebracht? Ein paar Anklagen, die die Gerichte gar nicht angeschaut haben. Was für Kindergarten? Warum? Die Antwort ist simpel und ziemlich enttäuschend. Aber die Enttäuschung ist ja gut. Enttäuschung ist das Ende der Täuschung. Trump hat tatsächlich an die amerikanische Demokratie geglaubt. Sie haben ja bombensichere Beweise gehabt für den Wahlbetrug. Bloß keiner wird sie anschauen. Auch das höchste Gericht, wo Republikaner die Mehrheit haben. Am Ende ist unser guter Trump der Präsident der eigenen Familie geworden. Ivanka Trump macht jetzt in sozialen Netzwerken irgendwelche Botschaften von Papa verkünden. Wer ist Ivanka Trump? Ist sie Vizepräsident? Oder wer? Welchen Posten hat sie? Was für Irrsinn ist das denn? Während der Präsident, er hat jetzt nichts Besseres zu tun, an die mexikanische Grenze fährt, um die Mauer anzuschauen. Den letzten Abschnitt muss man noch bauen. Freunde, die Hoffnung war groß. Im November war es noch möglich, im Dezember war es noch möglich. Es gab wichtige Termine, ja? 6. Dezember, bis Mitte Dezember war das noch gut möglich, dass er das Ruder rumreißt. Ne? Martial Law, Kriegsrecht oder Ausnahmesituation. Das haben nicht nur Leute von draußen gesagt, sondern auch aus seinen eigenen Reihen, ja, wie General Flynn. Pentagon hat bis vor kurzem keine Gespräche mit Biden-Team aufgenommen.
Generäle haben darauf gewartet, dass der Oberbefehlshaber irgendetwas unternimmt. Peinlich die Zeit verstreichen lassen. Das zeigt einen Grad von Blindheit und Unfähigkeit des guten Mannes, irgendetwas zu unternehmen. Und wenn jetzt wieder Erwarten durch irgendeinen Ruck da aus dieser Richtung kommt, dann wird das nicht dank Trump, sondern trotz Trump. Das heißt, irgendwelche Generäle, die sagen, okay, jetzt bringen wir den Oberbefehlshaber dazu, dass er endlich Tacheles redet und durchgreift. Und das müsste er streng genommen tun. Wenn du als Präsident behauptest, das ganze Volk wurde verarscht, ihm wurde die Wahl geklaut, also schlimmer Gesetzesbruch, dann bist du ja verpflichtet, denen das Werk zu legen. Was hat er denn getan, außer sich beklagen bei Gerichten? Ja, das ist so die negative Einschätzung von seinen Fähigkeiten. Angesichts all dessen wundert mich, dass viele denkende, analysierende Leute hinter all dem doch irgendwelche Genialität erblicken und ach, das ist eine Strategie, das ist eine Taktik, er ist so ein genialer Taktiker. Wo sieht ihr denn das? Ein Kinnhaken mit dem Kinn abzuwehren, eine tolle Taktik, bravo. Warum verlassen uns die analytischen Fähigkeiten bei dieser Sache? Wegen der Hoffnung. Die Hoffnung ist groß. Trump ist eine Symbolfigur. Das ist ein Retter der Welt. Wir übersehen gern, dass er gar kein Programm dafür hat. Wir übersehen gerne all seine gravierenden Fehler, weil die Hoffnung so groß ist. Er ist doch ein Guter, er ist kein Schwein. Er wird die alle verknacksen. Und das hören wir seit 4 Jahren von QAnon. Er hat schon alle verknackst und alle Untergrundbasen hat er gesprengt. Und die Merkel läuft schon mit Fußfesseln. Schauen wir, dass der Trump selbst morgen nicht verknackst wird. Er hat Zeit für uns gewonnen und er hat verloren. Die Frage ist eine andere. Haben wir aus diesem Zeitgewinn irgendetwas gemacht? Oder haben wir uns zurückgelehnt und gewartet, dass der Trump uns alle rettet? Möglicherweise in der Kombination mit Putin und vielleicht mit Xi Jinping. Ja? Die haben das schon alles im Griff. Ist noch nicht verkündet, aber morgen werden sie alle eliminieren. Genauso schaut's aus. Ja. Lass uns aufhören, die Legenden zu produzieren, an die Mythen zu glauben, an die modernen. Lass uns aufhören zu hoffen. Hoffnung ist nicht gut. Nüchterne Betrachtung ist gut. Die eigene Gewissheit und die eigene Tat noch besser. Lass uns aufhören auf Vertrauen. Vertrauen ist nicht gut. Wissen ist besser. Wir beobachten jetzt das Ende von dem Timeout, das uns der Trump beschert hat. War mehr drin in seiner Amtszeit? Oh ja. Das war mehr drin. Aber der Mann ist limitiert. Wir hätten nicht mehr erwarten sollen. Wir hätten lieber diese Zeit nutzen sollen. Und jetzt, wo die Hoffnung, wie immer, zuletzt stirbt, und sie stirbt, dann sage ich, es ist gut so, wenn die Hoffnung stirbt. Wenn wir jetzt endlich keinen vermeintlichen Retter für unser Desaster haben, dann ist es an uns, die Sache in Ordnung zu bringen. Wie wir das machen,
Lass uns ein anderes Mal darüber sprechen. Im nächsten Video gebe ich ein paar gute, funktionierende Tipps, was wir, du, ich in dieser Zeit machen können und sollen. Also danken wir dem Donald Trump für diese Zeitverzögerung, für diesen Zeitgewinn und zaubern wir ein bisschen, dass dem Mann jetzt nichts Schlimmes passiert. Er hat's verdient.